Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mad Games Tycoon. Und ein Meilenstein in der Computerspielindustrie, History, wie man es immer nennen möchte, ist angebrochen. Neue Forschung, mehr Spieler per Internet. WoW ist eingeläutet. Machen wir aber noch nicht. Ich bin gerade dabei, hier drei Spiele gleichzeitig zu produzieren, damit wir ein bisschen flüssiger werden, ohne die Bank mit reinnehmen zu müssen. Das mache ich jetzt nochmal eben ein bisschen weiter. Cash Car. Garde, Haustiere. Ja, passt total. Aber ist jetzt, ist wie gesagt egal. Es geht einfach nur darum, jetzt mal eben nochmal ein bisschen flüssiger zu werden, damit wir die neue Engine erforschen können und dann auch ein Spiel entwickeln können. Und was uns dann mal hoffentlich ein bisschen in den Weltall, in den Weltraum schießt, was die, was unser Geld angeht, damit wir mal so, ja, mal 10 Millionen wär, um Konto wäre schon schön. Sagen wir so, damit wir den Jackpot haben. 11%, super. Nächstes Spiel direkt hinterher. Das ist jetzt wieder ein bisschen Point-and-Click-Adventure sozusagen. Zack, 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 zack. So, Publisher suchen. So, so, so. 7%. Old Man. Old Man Donald had a farm. Ja, nicht so ganz. Kopierschutz. Das, das, das. Entwicklung starten. Das nächste Spiel fertig. Das geht so schnell hier, aber wie gesagt, Masse statt Klasse. Wir prügeln jetzt einfach nochmal ein paar Spiele raus, um Geld zu kriegen. Und 414 haben wir gerade, aber wir werden jetzt einiges an Geld wieder reinkriegen, weil wir ordentlich produzieren. Vier Spiele schon draußen, die nächsten drei sind in der Mache und da sollten wir doch, ach guck mal, das gibt ja mal richtig viel pro Klick. Zack, 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 10% sogar, unglaublich. Ja, guck, das geht doch, ansonsten lasse ich die beiden oder einen von den beiden noch weiter die Engine machen und der Rest, Quatsch, die unten die Engine machen und der Rest macht dann normal Spiele, aber Frank nehme ich nochmal mit oder warte mal. Wer sitzt denn da oben? War das mein alter Ego? Herr Kaiser. Yo, Kaiserchen, komm mal runter. Du wirst dich jetzt mal um die Engine kümmern. Kaiser Power Nummer Uno. Also, falscher Knopf. Ohne Shift. Optimiert für Arcade. Features. Alles rein. Außer das und das. Wieso kann ich den eigentlich nicht rausnehmen? Das ist doch total dämlich. Okay, Scrolling brauche ich nicht. Simple künstliche Intelligenz brauche ich auch nicht. Das reicht alles. Okay. 671.000. Verkaufen wir das ganze Ding für, machen wir mal 11% Beteiligung. Vielleicht beißt ja irgendeiner an. Nee, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und 3D-Sound ist da, ja. Typisch, aber egal. Guck mal, wie viele Spiele wir hier drin haben. Das ist ja unglaublich. Und irgendwie verkauft sich Banjo Hero mal richtig genial im Vergleich zu dem. Naja. So, 96.000. Wenn man auf das Geld guckt, das geht schon ganz ordentlich nach oben. Kannst du gerade echt nicht abschätzen, wie teuer das nächste Spiel sein wird. Hey, du erforsch mal schön weiter hier, Kollegin. Und du machst auch mal weiter. Alien-Arcade-Spiele. Sind wir inzwischen Meister drin. Zack, ah, die Klickerei ist echt nervig. 144.000, 88.000, also da sieht man, es schwankt doch schon ganz schön. Ja, der Super NES verabschiedet sich mal im Jahr 1999. 88.000 dazu. Kaiser Power Nummer 1 ist fast fertig. Und so geht's weiter.
Sagenhafte 9%. Ja. So, Kaiser Power Nummer 1 ist fertig. Sehr schön. Jetzt haben wir 428.000. Alle Spiele schon wieder weg. Also, so richtig viel hat das ja nicht gebracht hier. Also gefühlt. Ich dachte, wir hätten schon wieder eine Million am Konto, aber... Dem war wohl nicht so. Er haut auch nochmal schnell einen hinterher. Mit Haustieren. So, so, so. Gib ihm. Orks weiter. Ja, erforscht nochmal das nächste Ding direkt. Sofort veröffentlichen. 10%, super. Auftragsarbeit. Oh, da sind ein paar dicke Fische bei. Das bringt ja mal ein bisschen was. Zack, fertig, fertig. Machen wir direkt die nächste. Das Spiel ist auch fertig. Ring Commander. Ganze 6%. Unglaublich. Ja, jetzt gucken wir doch mal, wenn wir jetzt ein Spiel entwickeln möchten. Night in Dreamoland. Dann kostet uns das da schon mal 100.000. Garde. Aliens. Und wir nehmen jetzt mal unsere Kaiser Power Nummer 1. Für den PC, für den Gameboy und für die Playsee. Hat mir denn noch 64 oder eher 61, 110.000. Oh Gott. Also da kommen wir mal hinten und vorne nicht hin. Nee. Ist das teuer? Leco mio. Ach Schiede, was machen wir denn? Ja, müssen wir hier nochmal ein bisschen aufteilen. Ich will nicht mehr diese blöden Arcade-Spiele machen, also diese Billig-Dinger. Ich meine, das brauchen wir jetzt gerade, um Geld zu verdienen, aber das ist schon echt lästig gerade. Aber wir brauchen die Knete, damit wir jetzt ein neues, tolles Spiel machen können und dann endlich mal ja, den Absprung schaffen sozusagen. So, und ihr hier unten auch noch ein... Hier, weiter, weiter und starten und jo, gib ihm. Das ist mal wirklich teuer. Und da sind noch zwei Spiele in der Pipeline, aber trotzdem, also ja, ich möchte auch nicht so ganz Gefahr laufen, jetzt irgendwie nochmal pleite zu gehen. Yo, mal einfach weiter. Kopierschutz, komm, ich kaufe mal den nächsten. Dann haben wir den schon mal in der Dash. Jawohl, 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 jawohl. Und raus damit. Okay, ganze 9%. Unbelievable. Nochmal 9%, naja. So, ich klopfe jetzt nochmal ein paar in die Pipeline. Warum? Weil ich's kann. So, das, 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 das. Und bitteschön. Und du auch nochmal. Boah. Zack, zack. Zack. Ich glaube, wenn man das hier 2 Stunden spielt, was ich ja jetzt gerade schon tue, gefühlt, ich glaube, dann ist man beim Moorhuhn mal richtig gut. Müsste ich jetzt eigentlich mal testen, direkt Moorhuhn hinterher zocken. So, Not So Sticky Balls ist auch fertig. Und jetzt mache ich erstmal... Na komm. Ihr macht jetzt noch einen und dann ist aber Feierabend und dann machen wir gleich mal ein großes Spiel. Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf diese kleinen Arcade-Dinger.
Obwohl die halt gut Geld geben, aber es ist gerade echt mühselig. Puckman, Mann, whatever, ist fertig. Zack, zack, zack. 8%, Wahnsinn. Video-Zwischensequenzen, ja. So, 900.000 haben wir. Dann kommen nochmal knappe 200.000 dazu, wenn die beiden Spiele fertig sind. Ja, Frank geht rüber und Kaiser geht auch rüber. Du forschst mal einfach still und heimlich weiter. So, und das Ding nennen wir mal Game Breaker. 10 Features, ich hoffe, dass wir damit hinkommen. Thema Mode. Nee, ich nehme. Nee, komm. Superhelden. Ich will kein Modespiel Arcade machen. Oh Gott, nein, wirk. Oh Mama. 883.000, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele in der Pipeline, wobei da die untersten 4 noch ein bisschen was bringen werden. So, es ist immer noch Arcade, wir bleiben bei dem altbewährten Schema. Und jetzt muss ich hier Features abwählen. Haha. Tja, was nehmen wir denn raus? Das lasse ich drin. Sound und Musik lasse ich auch drin. Boah. Komm, raus, raus. Spielt ohne Speicherfunktion, ist auch schon hart, oder? Level Editor brauchen sie auch nicht. 814.000 kostet das Ding. Ja, Junge, Junge. Na gut. Hey, ho, let's go. Ja, ich habe noch gut Geld auf der Tasche. Okay, wenn hier Michelle Baker fertig ist mit den Drachen, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, was denn. Ja, Performance, gut. Dann bauen wir jetzt nämlich mal ein Qualitätsbüro daneben. Ich werde nachher nochmal alles abreißen, beziehungsweise wenn wir wirklich den Durchbruch schaffen sollten mit einem von den Spielen, dann werde ich umziehen direkt wieder. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich das Spiel bugfrei rausbringe. Das ist so die oberste Priorität, die ich da gerade habe. Machen wir mal drei. Drei Tischchen. Ja. Okay. Also bugfrei muss es sein und brauche ich hier nochmal Game Design und Programmierung, ne? Richtig, richtig. Das erinnert mich immer irgendwie an Grafik, ich weiß auch nicht, aber Grafik ist ja dieses schöne, wie nennt man das eigentlich? Diese Farbpalette, was so Maler immer haben, dieses Zeichen da. I don't know. Thomas Portman, ja, ja, komm mal her. Kann zwar nichts, aber du möchtest gerne die kleine Pflanze haben. Ja, sollst du haben, mein Schatz. Ist ein bisschen grünt. So, jetzt kannst du auch hier gerne anfangen. Christian Fox. Habe ich die viel zu früh eingestellt, ne? Jetzt sind die, haben die 2 Monate nichts zu tun, bestimmt. Bis da die Forschung fertig ist. Ja gut, das war dämlich. Na egal. Ja, jetzt kommt die PlayStation 2 raus. Ja, toll. Na egal. Wir wollen uns mal nicht beschweren, aber die beiden können in der Zeit, wo sie nichts machen, nochmal schnell was entwickeln. Und zwar billige Arcade-Spiele mit dem Thema Piraten. Einen. Mir wird schon ganz schwindelig von dem ganzen Umgeklicke hier. Ich sage euch das. Ja, auch vom Markt, aber alle haben um die 100.000 Gewinn gemacht. Das ist ja gar nicht mehr so verkehrt. Da, zack, Arcade und du machst mal Superhelden wieder. Mode. Nee, komm. Weißt du was? Du machst jetzt mal ein Arcade-Spiel mit Mode.
das. Ja, komm, den geben wir auch einen Namen hier. Fashion Victim. Yeah. Nö. Was haben wir es auch? Machen wir so ein Gameboy mit. Gucken wir nochmal, was da passiert. Ein Modespiel für ein Gameboy. Oh Mann, ey. Motocross Maniacs. Ich weiß ja nicht, wer von euch damals noch den ersten Gameboy gespielt hat. Oder mit dem ersten Gameboy gespielt hat. Und Tetris, Super Mario Land, so die ersten Dinger. Da gab es dann Motocross Maniacs, Burai Fighter und wie sie alle hießen. Ja, Fortress, wie hieß das nochmal, das Ding? Ach, da waren so geile Spiele bei. Das hat echt mega Spaß gemacht. Fashion Week. Habe ich Fashion überhaupt richtig geschrieben? Egal. Mut zur Lücke, sage ich da. Mut zur Lücke. So. Ja, da ist das Soundstudio. Da, 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 da. Gameplay verbessern. Gamebreaker hieß das, ne? Nicht das Falsche machen. Spielbalance. Und Fashion Victim ist da. So, da gucke ich mir die Verkaufszahlen jetzt aber mal ganz genau an. Und es hat 9% bekommen. Ja, eben mal hin. Ja, Verkaufszahlen technisch schlägt es gerade Malo Party. Yo! Weil Mode im Trend ist. Ah, es hat doch was zu sagen. Ah, Wirtschaftssimulation mit Mode. Das wäre auch was gewesen, wa? Guck dir mal, 200.000 schon. Gewinn! Ja, leck mir doch am Zückerli! Wieso hast du denn nichts zu tun hier? Erforsch irgendwas. Und du kommst mit hier rüber. Haben wir denn noch irgendjemanden? Benedict Davis möchte gerne nur ein Klo haben. Christine Stamp. Nee, komm, ich gehe hier mit Benedict. Musik und Sound, den können wir nachher ins Soundstudio verfrachten. Und wie wir oben gesehen haben, was steht da? Was steht da? Mehr Sterne, desto mehr Arbeiter bewerben sich. Das heißt auch qualitativ höhere Mitarbeiter. Denke ich jetzt einfach mal. Und wenn Gamebreaker wirklich ein Gamebreaker werden sollte, also einschlägt wie eine Bombe und uns Millionen Dollar an Gewinn bringt, dann ziehen wir um und machen ein wunderbar schönes Büro mit allem drum und dran. Und dann kriegen wir auch die richtig, richtig guten Leute. Spielbalance ist fertig. Jetzt lasse ich dann Feature erforschen, das ist aber total dämlich, weil ich hätte hier nochmal was Neues erforschen lassen sollen. Abbrechen kann ich nur abbrechen. Komm, erforsche Sonstiges und Steuerung. $214, ui. Ui, ui. Der Arena zum Müll. Oh Mann, ey, ich muss den Mülleimer da hinstellen. Komm, wo ist er? Da, da ist er nicht mehr so weit laufen. Keiner beschwert, dass wir schon mal eine Heizung hier drin haben auch. Und Bierer. Also, liebes Eckcode-Game, arbeitet da bitte noch dran, dass die Gegenstände dann auch hinpassen. Da passt doch locker ein Kopierer hin. Guck mal, da sind doch vielleicht 5 cm Überstand am Türrahmen. Oder hier, da könnte der da locker hinpassen. Nur weil diese Felder so blöd rumbacken, klappt das nicht. Ich will ihn nicht mitten in den Raum stellen, das sieht doch auch scheiße aus. Nee, komm. Nichtsdestotrotz seid ihr auf einem super Weg. Weiter so. Euer Spiel macht Spaß. So, alle Leute haben was zu tun. Force Feedback. Im Jahre 2001 erst? War das wirklich so? Dass damals erst Force Feedback kam? Hört sich schon so alt an. 2001 hört sich noch nicht so alt an. Also, ne. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich kann jetzt hier nicht mehr. Nee, muss ich das alles freischalten. Ja, es ist cool gemacht. Gamebreaker. Schießt nach vorne. 77% sind fertig.
portet sich einer. Boah, hat er, hä, wat, wo ist der denn jetzt hingeportet? Ah, die Steuerung dauert. Oh Mann. Komm, Steuerung möchte ich noch mitnehmen und danach die Bugs rausmerzen. Und dann sollten wir da auf einem guten Weg sein mit Gamebreaker. Deswegen macht es Sinn, solche Sachen wie Klos, Aufenthaltsraum möglichst mittig zu platzieren, dass alle den gleichen Weg haben, falls sie mal auf Klo müssen und... ihr wisst, was ich meine. Boah, da hat es aber ordentlich Punkte gekriegt hier. So, Michelle, was kannst du denn noch erforschen? User Interface, ja, hau mal rein hier. 214.000 nur noch auf dem Konto. Es wird langsam eng. Das kostet jetzt nochmal extra. Ach komm, ich hab's doch erforscht, dann müsste das doch kostenlos sein eigentlich. Gamebreaker. Breaker. Ist das richtig? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich schreibe heute alles falsch, aber es ist doch richtig. Ne? Das sieht so komisch aus. Kennt ihr das? Wenn ihr was geschrieben habt und denkt so, Mann, das passt doch nicht, aber es passt trotzdem. Neuer Kopierschutz auf dem Markt. Alle rennen auf Klo. Und ich muss jetzt mal eben den Frank nochmal ins Büro schicken, damit der mir irgendwie so ein klitzekleines Arcade-Spiel für den PC zusammenschustert, damit wir nochmal ein bisschen Geld kriegen hier. Nicht aus Versehen irgendwo stranden. Das kostet 39.000, das haben wir noch. Können wir uns leisten. Der Spielekaiser macht genau das gleiche nochmal. Dann sind wir so ziemlich auf Null wieder. Oh je. Zeichnen. Haben wir da schon Zeichnen? Nee. Jo. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt alles so passt. 14.000. Oh, wir sind im Minus. Das erste Mal in diesem Spiel sind wir im Minus. Oh mein Gott. Holy shit. Und da kommt aber die Rettung. Ja, hau raus mit deinen 7%, ist mir jetzt egal. Steuerung von Gamebreaker ist fertig und dann gehen wir mal daran, die Bugs zu entfernen. 340 an der Zahl. Zack, 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 zack. Und 10% nochmal, ja gut. Ach, Gott sei Dank, da sind wir wieder. Da sind wir wieder flüssig sozusagen. Wir auch nebenbei noch mal eben Auftragsarbeiten erledigen. Ja, ja, nicht weglaufen, Meister. Bleib mal schöner sitzen und arbeite. So, mal schnell. 110 Bucks. Okay, jetzt muss ich mal... Ne, ich lasse sie das mal machen. Ich lasse sie das machen, damit sie noch ein bisschen aufleveln. Na, eine Entwicklung da unten. Ach so, das, ah, das ist natürlich doof jetzt. Man müsste jetzt ein Spiel auf Eis legen können. Man müsste dieses ganze Projekt jetzt einfach rübergeben können. Hierhin, weil die arbeiten ja schon an den Bugs und dann hier zum Beispiel schon mal das nächste Spiel erstellen können. Liebe Eckcode-Entwickler, wäre das nicht eine tolle Idee? Ja, das fände ich ganz cool. Also das Büro räumen, das Projekt komplett rübergeben in die Qualitätssicherung und hier ja, Kapazitäten frei haben, um was Neues zu entwickeln. Fände ich gut und ja, wenn ihr das sehen solltet, bitte, 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 bitte. Gibt es uns. Also dieses Feature. Achso. 288 Bucks. Oh Mann. Aber wir haben ein bisschen Geld. Wir sind ein bisschen flüssig und das sollte alles passen. Meine Lieben, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Valk Unprofile ist auch wieder vom Markt. Das ist auch wieder. Schon wieder. Ich habe es, glaube ich, bestimmt schon dreimal gemacht. User Interface. Nee, du machst jetzt erstmal. Ja, da will man gerade abmoderieren und dann kommt hier wieder irgendwas dazwischen. Sonstiges erforschen und zwar teuer. Hochwertige Sprites. Ja, machen wir das nochmal. So, wie gesagt, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Sehr gerne oder einen netten Kommentar. Bezüglich der Kommentare, wenn ihr lustige, tolle Spielenamen habt, die ihr gerne in diesem Let's Play sehen möchtet, dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Und ich werde mich bemühen, alles in der nächsten Staffel oder in den nächsten Folgen mit reinzunehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.